Herzlich willkommen zu Let's Play Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Beim letzten Mal haben wir festgestellt, wie unglaublich wunderbar Jenny ist, vor allem mit Zakraring. Und ich denke, sie wird einfach dieses Kapitel rocken. Okay. Dann werden wir mal einen Schritt vorgehen. Okay. Ach ja, das können Sie auch. Wow. Die können aber auch einiges tanken, oder? Die halten schon was aus, diese Illusion. Jenny ist echt overpowered. Ich wünschte, ich hätte im anderen Team so einen Kara. Also Moment, da habe ich das Gefühl, dass Team Celica Team Alm um einiges überlegen ist. Wow. Stark. Es waren so viele, ich konnte gar nicht mitzählen. Ich glaube, es waren fünf. Ich glaube, sie hat fünf rausgenommen. Das ist echt krass. Unfassbar. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Eieiei, fünf. Das ist natürlich krass. Das ist echt krass. Ja. Oh, daneben. Kann der so weit laufen? Ne, sonst hätten wir jetzt mal gucken können, ob wir die Tür öffnen können. What? Er hat ihn gerade 17 abgezogen, oder? Uiuiui. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nun ja. Ja, in den letzten Parts haben wir ja viel Zeit in Dungeons verbracht. Und dieses Element ist ja relativ exklusiv in diesem Fire Emblem. Deswegen sollte ich vielleicht auch mal was zu Dungeons sagen. Oh, das ist aber nicht gut, wenn der so weit vorkommt. Okay. Dann nehmen wir den erstmal raus. What the? Rausnehmen, habe ich gesagt. Verstehst du wieder nicht? Och, come on!
Wirklich jetzt? Wie viel geht denn hier daneben? Okay. Ja, die ziehen mir einfach zu viel ab. Und ich muss halt sagen, diese Dungeons finde ich echt cool gemacht. Also ich würde fast sagen, dass es das Element ist von diesem Spiel hier, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Also die sind echt gut umgesetzt, die Dungeons. Und es ist einfach komplett neu. Es ist komplett neu für Fire Emblem. Ich habe das noch nie so erlebt. Oh, dass die aber auch alle selber so viel verlieren, wenn ich die angreife. Yay. Oh, fuck. Sehr gut. Was ist das denn eigentlich? Barrikade? Pflaster? Okay. I don't know. Yay! So muss es laufen, Leute. Nicht so genau. Okay. Ich weiß nicht, warum ich Angst um Jenny habe. Sie ist einfach wahrscheinlich gerade die beste Charakterin. No. Oh ja, sie ist einfach so gut. Schaut sie euch an. Sie verliert 3 und bekommt 7 zurück. Oh, yo. Holy, holy. Wow, ho, also, erstes Fazit des Spiels. Dungeons sind ein Riesenplus. Hätte ich vorher nicht gedacht. Als ich gehört habe, hier gibt's Dungeons, dachte ich, okay, Fire Emblem Dungeons. Was soll das werden? Aber es hat super funktioniert. Ich finde das so geil, dass die so schlecht sind. In allen anderen Fire Emblems wäre ich einfach komplett raus, wenn ich ihn angreife. Das wäre einfach Selbstmord. Ach ja. Cool, cool. Läuft nicht schlecht.
Ja, und gegen ihn werde ich auf jeden Fall Jenny nehmen müssen. Definitiv. Ja, dann handle das mal. Prozent ist natürlich schon sehr risky. Deswegen machen wir es auch. Jawohl. Ja, wir müssen aber ein bisschen lebensmüde sein. Nein, müssen wir nicht. Das war ein Scherz. Okay. Ja. Ja, es läuft halt auch gerade richtig gut. Das hätte ich so gar nicht gedacht. Das Einzige, was gerade nicht lief. Ja, und das halt. Ach, Leute. Ist manchmal schon bitter. 80%. So muss es sein. Also May redet gerne viel, würde ich sagen. Aber das ist ja okay. Okay, bringen wir sie schon mal in Position. Sehr gut. So, wir wollten ja immer noch schauen. Ach man, ich hätte angreifen können. Nein, wir können keine Türen öffnen. Das ist natürlich schade. Ach, ihr seid so dumm. Niemand greift Jenny an. Und vor allem nicht Malbo. Ja gut, sie müssen ihn wahrscheinlich nur 40 mal angreifen, da hat er auch keine KP mehr. Clever. Sehr gut. Ups. %. Gar nicht schlecht aus. Nee, das wäre zu riskant. Dann machen wir lieber noch eine Runde. Bevor wir jetzt nochmal 30, 40 Minuten wiederholen müssen. %67. Jo. Sehr schön. Die machen da unten das Ding schon. Aber können ihnen noch ein bisschen helfen?
theoretisch auch ein Kapitel, wo man gut leveln könnte. Also wenn ihr Bock habt zu leveln, dann ja, lasst ihn einfach 500.000 Runden diese Gargoyle Spam. Und oh, da kommt mir näher. Warum macht er das? Warum? Warum tut er das? Ich kann auch nicht mit ihm reden oder so. Okay. Aber er kann aber auch mega weit angreifen. Unfassbar. Also jedenfalls. Die will ich aber nicht. Okay, wir versuchen erstmal ihn rauszunehmen. Man kann Züge zurücknehmen. Das Zeitenrad der Mila vermag die Zeit zurückzudrehen. Das Zeitenrad wird erneuert, nachdem eine Karte bewältigt wurde. In Dungeons kann es erneuert werden, dem die Statue von Miller spezielle Getränke geopfert werden. Und what? Hohe Reichweite. Ja. Wieso kommen so viele Tutorials hier? Das muss ich nur von der Rückseite öffnen. Aha. Ja. Sind das einfach meine letzten Tutorials oder was? Ich denke mal schon. Ne, wir machen jetzt kein Zeitenrad. Aber. Wir haben 7 Zeitenrad, okay. Das ist natürlich auch nice. Steht da noch 9. Haben wir nur noch 9 Runden Zeit und dann ist es vorbei. Okay, interessant. Können wir vielleicht demnächst mal gebrauchen. Aber wenn jetzt erstmal schauen, ob wir ihn besiegen können. Mit Seraphim. Nur ein Wert. Are you serious? Tja, Kapitel beendet. We made it through. May hat so viele. Krass. Wie hat denn Jenny hat nur 2. Wappen erhalten. Befreier des Tempels. Für die Befreiung von Millers Tempel aus der Hand der rigelischen Soldaten. Noch ein Wappen. Unbeugsam. Für das Überleben unzähliger Schlachten. Okay. Von mir aus. Ruhmreicher General. Für Ruhm in ganz Valentia.
Ho, ho, ho. Allerheiligstes, Haupttempel der Göttin Mella und Sitz der Jünger, die ihr huldigen. Sein unvergleichlicher Glanz macht ihn zu Sophias wertvollstem Schatz. Ja, in dieses Allerheiligste werden wir uns im nächsten Part begeben. Und ich habe schon ein bisschen Finalstimmung, weil wir anscheinend mit unseren beiden Parteien Arn, Selika am Ende angekommen sind. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.